Hoi, was geht ab, Leute? Hunger. Mit dem Kollegen von letztens, Incognito. Den könnt ihr aber nicht sehen, ist gerade zu dunkel. Neues Event wurde angekündigt, Wasser-Event. Habt ihr bestimmt schon gehört, andere YouTuber haben schon drüber geredet. Ihr wisst, ich laber nicht so viel, ich lasse lieber Taten folgen und Spiel direkt rausgegangen. Der Kollege hat geschrieben, Hong, los, geh mal Trattinis farmen. Ich so, alles klar, mach mal. Ja, Buddy! So ist es. Trattinis gehen richtig ab. Natürlich auch noch andere Pokémon, Wasser-Pokémon, aber die interessieren uns nicht. Ihr wisst, nur krasse Pokémon für uns, Trattinis. Vielleicht ein paar Lapras, oder? Nur das Beste. Schau mal, was wir diese Nacht alles so kriegen. Ich will der Beste sein, will ganz allein der sein. Der den Test besteht, da hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Ich habe alles, was man braucht und gebe niemals auf. Von 150 Pokémon, na, du lernst sie nur dazu. Komm, schnapp sie alle. Nächstes Trattini. Wir haben gerade einen leider sehr knapp verpasst. 2 Kilometer Ei. Ein 2 Kilometer Ei vom Kollegen hier. Na toll. Beim Event kommt das Video auch. Beim Event richtig unnötig. Den werdet ihr noch genug sehen. Ich zeige euch gleich mal die Map, was da alles gerade spawnt für Wasser-Pokémon. Während wir ein paar Trattinis jagen. So, direkt zum nächsten Trattini und auf Dragonier. Hier könnt ihr die Map sehen, also überall nur Trattinis. Also überall nur Trattinis. Carpador gibt es auch noch wieder welche. Das ist sehr gut, weil ich habe die Medaille noch nicht voll gemacht und heute ist Nestwechsel. Sprich, die im Englischgarten sind vorbei. Aber mit dem Event schaffe ich das doch noch. Sonst hier ein paar Turtoks, Kanimani ist immer gut. Die anderen Wasser-Pokémon habe ich jetzt gar nicht eingeblendet. Der Kollege wollte gerade nicht die gelbe Berge werfen, wegen 558 CP. Ich habe gesagt, mach das trotzdem. Ja, ich mach's. Ja, natürlich. Immer gelbe Berge. Egal wie stark. Aber dann will ich einen schwarzen Ball hier. Ja, schwarzer Ball, gelbe Berge. Also gelber Ball, gelbe Berge. Oh mein Gott. Puff. Hat und, ein bisschen Probleme drin, gemacht. Bleibt da drin. Easy. Also bei mir nicht easy, aber... Nein, der ist rausgebrochen. Komm, kriegst noch mal eine Sananabeere. Okay. Jetzt muss der Curveball von links kommen. Von Süden. Ja, dann curve mal. Zack. Ja, alles klar, ich hab ihn. Verfehlt. Ich hab ihn easy. Das ist unser dritter, vierter Trattini heute. Gleich geht's weiter zu einem Dragonier. Und dann noch ein Dragonier. Komm, bleib drin. Das sind noch mal 20 Bonbons. 22, wenn man die verschickt. Echt krass. Und? Gacha. Los geht's weiter. Sananabeere, ja? Auf jeden Fall Sananabeere. Hardcore. Ohne wenn und aber, wenn er weg ist. Die Woche ist, nur, ja. Scheiße. Mal bei Dragonier. Okay, extra für euch nur Kopfball. Jetzt, wo ich Zähne frei habe. Und? Erster Wurf. 10 Bonbons. Nochmal. Bleib da. Nochmal, Sananabeere, ich brauche die Bonbons. Auf jeden Fall. Der Kollege hat heute erst ein neues Dragon gemacht. Das Event kommt genau richtig. Direkt wieder die Bonbons auffüllen. Ich knack auch bald die 1000. Yes. Auf zum nächsten Dragon, ja. Dragonier, hoffentlich wieder leichte 10 Bonbons. Du meinst leicht verdientes Brot? Ja. Und? Großartig, oder? Großartig, ja. Ja. Da! Auch ausgebüxt, oder? Ja. Zum Glück nicht geflohen. Curve, great. Great, okay. Oh, der macht Faxen. Der macht echt Faxen. Oh. Und ja, ich habe ihn. Perfekt. Ammonita ist auch blau. Ich meine auch Wasser-Pokémon. Das ist kein blaues Event, das ist ein Wasser-Pokémon-Event. Deswegen hier 100% Ammonitas. Ihr wisst, ich bin ein 100% Sammler. Den habe ich noch nicht. Und hier, erster McDonald's in München, Deutschland. In Deutschland. Deutschland sogar, oha, nicht schlecht. Erstmal das. Oh, schlechter Wurf, fuck. Fuck, schlechter Wurf. Aber ich habe ihn trotzdem perfekt.
Ein neuer für die Sammlung. Sehr gut. Sind ja auch gleich zwei Stück da. Ja. Direkt ein paar Bonbons holen, um den 900% zu pushen. Und nächstes Dragonier. Ich stelle mich mal kurz unter das Licht. Ich habe ihn noch bekommen. Der Kollege muss außen rumgehen. Jetzt wird es schwer, ich kann nicht curven, weil ich nur eine Hand habe. Und die haben jetzt schon die ganze Zeit Faxen gemacht, ohne Curve. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade so an dem Schwanz getroffen. Aber das ist drin, perfekt. Sichere, also nicht sichere, aber gute, saftige, super saftige 10 Bonbons. 960, vielleicht schaffen wir die 1000 heute noch. Ein 66 ist nicht schlecht. Ein Dragonier. Relativ, also bisher die besten WP. Ich meine IVs heute. 84 glaube ich. Solide WP. Schau mal, ob ich ihn bekomme. Das war schon mal ein Fail. Ich habe nur eine Hand frei. Nee. Muss ich kurz mal so. Aufgehängt. So. Okay. Curveball. Great. Curveball great, ja. Schauen wir mal. Nee. Probieren wir es trotzdem weiter mit der gelben Birke. Ich versuche ihn safe zu catchen. Ja? Ja. Wieder Curveball great. Komm, komm. Hast du ihn? Noch nicht. Jawohl, ich habe ihn. Er hat ihn. Der ist drin. Bei mir springt er direkt raus. Er lässt mich nicht mal zappeln. Er gibt mir nicht mal Hoffnung. Direkt. Und? Ja, endlich. Der ist echt nice. Ja? Ja. Wir haben fast die 1000 geknackt, Bonbons. Ja, der ist nicht schlecht. Sein. So Leute, zurück im Auto. Der Kollege hier will das Dragonier direkt entwickeln. Er ist so begeistert davon. Der ist. Ja. Alles klar. Ich darf sogar drauf tacken. Moment. Bin echt gespannt. Ich hab die Soundeffekte auch noch an, damit euch nicht allzu langweilig wird. Starflügel-Orkan. Geht. Ich bin kein Profi, was die Movesets angeht. Müsste man mal nachschauen. Das ist gerade das erste Lavita heute den ganzen Abend gespawnt. Also das Event verdrängt die ganzen Lavitas. Aber das, sammelt man halt eine Woche lang nur die Dratinis. Kann man sich in drei Stunden? Drei Stunden. Erst hat mit 0 Bonbons angefangen. Man hat jetzt gerade einen Dragoran gemacht. Echt krass. Ja, und das war's von der Dratini-Jagd. Echt krass war das. Ein Dragoran gemacht, über 100 Bonbons, also 150, sowas. Fast die 1000 geknackt, leider nicht mehr ganz. Ich bin heute Morgen aufgestanden und hab gehört, dass die Dratinis nicht mehr spawnen. Anscheinend war das nicht so geplant. Dratini auch eigentlich kein Wasser-Pokémon. Hat zwar Wasser-Biom, aber ist eigentlich kein Wasser-Pokémon. War anscheinend nicht so geplant, keine Ahnung, was Niantic vorhat, aber momentan spawnen nicht mehr so viele Dratinis wie gestern Nacht. Also die, die gestern direkt rausgegangen sind und das ausgenutzt haben, die haben Glück gehabt. Viele hatten für heute ein paar Touren geplant, daraus wird wohl eher nichts. Mal schauen, was ich mache. Ich gehe vielleicht zum Lichon-Nest, war ja auch Nestwechsel. Ansonsten echt krasse Aktion, gestern, heute leider nicht mehr. Mal schauen, was das Wasser-Event sonst noch so bringt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das mit den Dratinis noch ausgenutzt habt und was ihr sonst so vom Wasser-Event haltet. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.